Die politische Woche. Der Talk. Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Die politische Woche, der Talk». Wir haben heute schon unsere 5. Sendung und wir freuen uns, dass ihr auch wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Kurze Info für die, die vielleicht zum ersten Mal zuschauen. Wir sind eine parteiübergreifende Sendung, wo diverse Parteien vertreten sind. Wir haben heute SVP, GLP, FDP hier und wir diskutieren über verschiedene Themen, die uns diese Woche bewegt haben. Wir wollen euch hier damit die Möglichkeit geben, dass ihr eben auch unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Statements von uns hört. Wenn ihr eine Publikumsfrage habt, die ihr gerne reingeben wollt, die wir hier in der Runde besprechen sollen, dann macht das doch auf info@politischewoche.ch und wir nehmen das gerne auf. Jetzt also kurz zu der Vorstellung. Ich habe schon gesagt, neben mir steht der Michi Götte von der SVP. Der Michi ist Fraktionschef von der SVP St. Gallen. Er ist Gemeindepräsident von Dübach und hier bei der IHK St. Gallen-Appenzell verantwortlich und Leiter von der kantonalen Politik. Der Michi kandidiert für den Nationalrat für die SVP und ich übergebe dir gerade kurz das Wort. Danke, Karin. Ich darf heute die 5. von 10 Sendungen mit der Karin zusammen hier machen. Karin Weigelt, ebenfalls Nationalratskandidatin von der FDP, wie sie es selber schon gesagt hat. Sie ist ehemalige Handball-Profispielerin. Sie hat 15 Jahre lang für die Schweizer Nazi im Einsatz gestanden. 11 Jahre davon ist sie im Ausland tätig gewesen als Profi-Handballspielerin. Sie war in dieser Zeit in Deutschland, Norwegen und Frankreich gewesen. Heute ist Karin selbstständige Unternehmerin, und zwar im Bereich von Projekt- und Kommunikationsmanagement in Sargans. Danke vielmals, Michi, für die kurze Vorstellung. Und wir wollen natürlich auch unseren Gast heute noch willkommen heißen. Jörg, schön, bist du da. Der Jörg, und er freut mich besonders, ist Verstärkung aus dem Sarganserland. Er ist Gemeindepräsident von Sargans. Er ist Kantonsrat und auch er kandidiert bei den Nationalratswahlen, und zwar für die Grüne Liberalpartei St. Gallen. Bei uns ist es üblich, dass der Gast zuerst das Wort ergreifen darf und der Jörg kommt darum jetzt auch das Wort über, um sein Thema einführen und kurz zu präsentieren. Zuerst möchte ich aber noch Danke sagen, dass ihr mich hier eingeladen habt. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin froh darum, dass ich mit euch zusammen darf, dass ihr das Wort dann haben miteinander. Aber auch noch wichtig, hoffentlich schauen alle zu, weil es ist ja gleichzeitig noch ein wichtiger Match für die Schweiz. An dieser Stelle Hauptschweiz und wir drücken an dieser Stelle sicher auch die Daumen, oder? Die Schweizer Nationalmannschaft. Gut, also das Thema ist die Zukunft der Landwirtschaft aufgrund des Klimawandels oder auch von der Biodiversität. Das habe ich gewählt, weil ja nächstes Jahr zwei Initiativen anstehen und auch die Landwirtschaft in den vergangenen Jahren sehr den neuen Strukturen unterlegen sind. Sprich, man hat sich wandeln müssen, man hat sich müssen der heutigen Zeit eingeben. Ja, und das ist wahrscheinlich eine Herausforderung für die Landwirtschaft. Darum mein Thema, das ich hier gewählt habe, und meine Frage auch neu: Wie seht ihr die Landwirtschaft von der Schweiz in Zukunft? Also ich bin davon, dass die Schweiz nach wie vor eine starke Landwirtschaft hat und die ist mir auch sehr wertvolle Landwirtschaft. Ich lege auch Wert darauf, dass die Landwirtschaft so in den ursprünglichen Themen und in der ursprünglichen Landwirtschaft auch gestützt wird. Die brauchen wir nämlich. Das ist unser Garant für Ernährungssicherheit und alles, was dazu gehört. Ich glaube, ohne Landwirtschaft, ohne Bauern im herkömmlichen Sinn, hätten wir es nicht schön hier in unserem Land. Es ist klar, auch die Landwirtschaft hat Wandel müssen machen. Sie müssen auf der einen Seite kreativer werden, was können mit Haus und Hof machen. Das hat zu ganz vielen Aktionen geführt, wie Schlafen im Stroh. Man hat viel mehr so Hofläden gemacht und ganz viele Innovationen, die die Landwirtschaft viel auch ohne entsprechende Subventionen hat können machen. Der Punkt, den du vor allem ansprichst, ist im Kontext mit dem Klimawandel. Dort ist es auch klar, dass die Landwirtschaft ebenfalls ihren Teil dazu beitragen muss. Ich sage aber auch immer aus Überzeugung, dass die Landwirtschaft ein Verein ist, der wirklich weiss, was die Umwelt hat und die Umwelt braucht. Das haben sie schon gemacht, weit vor mir, die heutige Klimadebatte geführt haben. Ich glaube auch, sie sind denen Wandel haben sie mitgemacht, nicht alle gleich, das ist auch klar. Aber ich glaube, die Initiativen, die jetzt anstehen, auf die kommen wir sicher noch genau, die sind übertrieben, zu massiv und würden unserer Landwirtschaft im Gesamten einen extremen Schaden zuführen. Und aus dem Schaden würden wir alle darunter leiden. Für mich ist der Punkt die Versorgungssicherheitsinitiative oder Gegenvorschlag, den wir ja angenommen haben 2007.
wo wir deutliche Mehrheit auch angenommen haben im Volk. Ich glaube, der ist klar gewesen, dass das Volk will, dass der Bund das unterstützt, die Landwirtschaft nach wie vor, dass wir uns selber können, in einem gewissen Maß selber versorgen und nicht abhängig sind vom Ausland. Und ich glaube, da ist jetzt die Frage, wie weit wollen wir das, dass wir konkurrenzfähig sind im Ausland, oder sagen wir, uns ist wichtig, dass wir unsere eigenen Produkte produzieren, dass wir unsere Qualität produzieren, damit wir eben vielleicht eben eher auf Nachhaltigkeit Wert legen und eben auf die Natürlichkeit. Und bei mir ist es schon so, ich finde, mit dem Ausland können wir schwer mithalten, weil einfach die Dimensionen sind andere, die Möglichkeiten sind anders, von den Kosten, Arbeitskräfte sind ganz viel günstiger. Ich glaube, da haben wir es schwer zu mithalten mit der Schweizer Landwirtschaft. Und darum finde ich es gut, dass wir es unterstützen vom Bund. Ich glaube aber, der Bund darf da ruhig sagen, wir wollen eine saubere, ökologische Landwirtschaft. Und darum bin ich bei diesen Initiativen nicht ganz abgeneigt, darüber zu diskutieren, gerade auch, was Pestizide angeht, weil ich glaube, da müssen wir etwas in die Richtung machen. Es gibt ja auch andere Staaten, wie zum Beispiel Dänemark, wo einen anderen Weg gegangen sind, wo gesagt, wir dort die Pestizide sogar lenken, also dass der Landwirt muss erhöhte Preise zahlen für die gewissen Pestizide. Und somit ist ja scheinbar, gemäss auch Studien, der Rückgang vom Einsatz von Pestiziden wesentlich zurückgegangen. Wäre denn das eine Form, dass man sagt, man gibt eine Lenkungssteuer auf die Pestizide? Ich bin grundsätzlich nicht Fan von Lenkungssteuern, aber es ist, ein Stück weit steuern kann man es trotzdem nicht zwingend über die Steuern sein, sondern es geht vor allem auch um die Sensibilisierung vom Thema. Ich glaube, das haben wir ja auch erlebt. Wir jetzt im Kanton schon solche Debatten gehabt, gerade mit der Landwirtschaft, was darum geht, Wasserabstand, wie weit an dürfen wir heute Güllen aussprayen, nicht. Es hat auch dort Verstöße gegeben, die kennen wir als Gemeindepräsidenten. Extrembeispiel haben über flüssende Gewässer in Güllen verteilt. Das geht nicht, das ist völlig klar. Und da müssen Sanktionen hin für Landwirte, die so arbeiten. Ich glaube aber einfach generell, besser Zeit steuern, Überlenkungsabgaben allein langen nicht. Wir brauchen dort Sensibilisierung und gewisse Anreize müssen geschafft werden. Und die müssen nicht über Subventionen kommen. Ich finde vor allem, der Bund sollte das nicht zusätzlich fördern. Also ich finde den Ansatz, dass man vielleicht sagt, eben, nur die kommen über, die auf Pestizide verzichten, weil die haben dann eben auch einen Ertragseinbuss. Ich finde den Ansatz nicht falsch, dass man eher so den Ansatz wählt, als zusätzlich zu lenken. Ich finde zum Beispiel das Grundwasser. Wir hatten da eine Studie, wo 53% bei den Messsternen hat Schadstoff drin gehabt. Man hört immer, dass schon etwas im Gang ist, dass man dran ist, dass man am Entwickeln ist, dass etwas passiert. Aber ich glaube, es ist zu wenig. Und ich glaube, das ist richtig, dass man da Massnahmen jetzt ergreift und sagt, es muss sich etwas verändern. Und ich bin nicht bereit, um eben die Wasserqualität und gerade beim Grundwasser, da kann man nicht die Chinesen verantwortlich machen, da kann man nicht die EU verantwortlich machen, sondern das ist unser Boden. Das ist unser Boden, wo unser Wasser drin ist und da sind wir selber die Schuld. Da kommen wir uns selber an den Nase nehmen, wenn es eben verunreinigt ist. Dann. Also ich glaube, wir müssen einfach schauen, wo sind welche Werte. Oder? Ich bin in einer Gemeinde, die vom Grundwasser lebt. Das hält für so eine Wasserversorgung kommt vom Grundwasser. Also es ist extrem wichtig, dass das Grundwasser richtig ist. Man hat verschiedene Schutzzonen, die die Landwirte kennen. Wenn sich einer dort verstoßt daran, dann hat er mit Bussen und Strafen zu rechnen, was auch wichtig ist. Aber sonst haben wir seit über 100 Jahren Grundwasser in guter Qualität. Jetzt ist die Frage, wie viel dürfen da Pestizide drin haben, wie viel nicht. Also das sind immer Grenzwerte, die zu diskutieren sind. Die Auffassung dort wird vielfach leider eben auch übertrieben, in den Grenzwerten, wo das Thema sind. Und der andere Punkt ist natürlich einfach, das, was du angesprochen hast, der Bund quasi denen mehr geben, die weniger Pestizide haben, um quasi ihren Ertragsausfall somit können zu refinanzieren. Das erachte ich einfach schwierig. Am Schluss sind es wieder Steuergelder, die dann so im Bund rein, vom Bund her zu den Landwirten fliessen, also eine Erhöhung von den Subventionen. Nein, nicht eine Erhöhung, aber ich glaube einfach, dass man die... Ein Ausgleich wäre es dann, Ausgleich, aber dass man die eben quasi lenkt, dass man die unterstützt, die sie verzichtet eben auf mehr Ertrag, dadurch, dass sie keine Pestizide einsetzen. Aber da kann es ja einfach nicht sein, dass man quasi sagt, du machst weniger Ertrag und wo du weniger Ertrag machst, kommst du über Steuergelder finanziert. Das werden jetzt auch schon unterstützt und subventioniert. Das wird aber dann wieder zusätzlich. Da wäre nicht unbedingt zusätzlich, aber ein anderer Ansatz, weil die, die Pestizide einsetzen, würden ja dann keine mehr bekommen. Also nein, was ich so ein bisschen aus solchen Worten rausgehöre, und das stelle ich auch selber auch fest in meiner Gemeinde, wir haben schon verschiedene Schutzzonen, 1, 2, 3 zum Beispiel. Beim 1 eigentlich gar keine Möglichkeit zum guten Glück zum Pestizid verwenden. Beim 2, wo eigentlich unmittelbar in der Nähe ist, werden schon Pestizide verwendet oder eingesetzt. Für mich als Bürger ist das wie ein ungutes Gefühl, wenn ich weiss, da wird mit Stoff
hantiert, wo allenfalls in mein Grundwasser rein könnte oder in unser Grundwasser rein könnte kommen. Das beunruhigt mich und von dem her müsste man schon den Ansatz wählen, dass man irgendetwas unternimmt. Bei mir wäre es eine Lenkung, kein Verbot, weil Verbot meine ich führen nicht zum Ziel. Wobei, wir sind zwei Liberale, oder? Mit mir auch. Wir schreiben ja liberal gross. Schreiben. Aber die Landwirtschaft so viele Subventionen gibt, ist das liberal? Das ist immer die grosse Frage, wie viele Subventionen braucht es. Dass Subventionen braucht in einem gewissen Maß, für das, dass wir entsprechend unsere Nahrungsketten und alles können auch inländisch produzieren, ist schon immer so gewesen, wird immer so bleiben. Also ohne Subventionen wird dieser Bereich leider nicht gehen. Und das liegt nicht an den Bauern, sondern das liegt einfach am System. Und darum, ich finde es schön zu hören, dass du auch, wie ich überzeugt, gegen Verbot bin. Und eine Lenkung findet ja immer schon ein Stück weit statt. Und der andere Punkt, den du gesagt hast, ist ein ungutes Gefühl, wo ich sage, habe ich nicht, weil das Wasser wird ja immer geprüft. Und wie gesagt, Dübach kennt das seit jeher, die Grundwasserversorgung. Die Prüfwerte sind immer anspruchsvoller, also es wird immer mehr geprüft, es wird genauer geprüft und wir hatten noch nie ein Problem gehabt, auch wenn wir in der Schutzzone 2 darf Pestizide rausgehen. Also wir sind ja gespannt, nächstes Jahr wird das ein Thema werden. Sie haben ja schon angetroffen, den Landwirtschaftsverband, das werden den Felder machen, ohne Pestizide, dass man dann vorbeilaufen sieht, wie sich so ein Feld entwickelt, wo halt eben so dann betrieben wird, wie es künftig gewünscht wird, sprich ohne Pestizide. Aber es gibt ja aber biologische Pestizide auf deinem Aufbau. Ich finde es einfach schwierig, wenn man weiss, ein Apfel wird heute etwa bis zu 20 Mal gespritzt. Das finde ich wahnsinnig. Das finde ich, hat sich auch extrem verändert in den letzten Jahren. Und ich glaube, da müssen wir Gegensteuer geben. Da darf man nicht einfach alles erlauben und weitermachen lassen. Da ist der Bund auch gefordert, um gewisse Lenkung zu machen in der Landwirtschaft. Und ja, wir werden es sehen. Es ist jetzt noch beim Ständerat drin, über einen Gegenvorschlag vielleicht auch noch gemacht wird bei der Trinkwasserinitiative. Aber für heute, denke ich, schliessen wir es mal ab. Ein letzter Satz noch, unser Beitrag, den wir alle leisten können, ist, dass wir halt inländische Produkte kaufen und nicht die Äpfel von Australien oder von Neuseeland einkaufen. Da kommt aber das ist ein westlicher Punkt, das Konsumverhalten. Und das gibt es ja in anderen Sektoren, wo man massiv einschränken oder andere Ansprüche stellen. Ansprüche. Das ist eigentlich das wichtige Wort. Nicht den schönen grünen Äpfel kaufen, sondern auch mal ein Schlägli drin haben oder irgendetwas. Ja, aber das sind mehr Konsumenten gefragt, aber auch der grosse Verteiler. Weil der grosse Verteiler macht die Auflage und sagt, er nimmt nur drei, die gerade sind und die Äpfel, die keine Flecken haben. Ist ein Rattenschwanz. Und da ist eine allgemeine Umdeckung gefragt, dass wir hier, glaube ich, vorwärts kommen. Gut. Dann würde ich es gleich weitergeben, Michi, du hast auch ein Thema mitgebracht und du hast es kurz präsentieren. Ja, mein Thema bezieht sich auf einen Artikel, oder auf einen, es war kein Artikel, es war einfach eine Bemerkung in einer Zeitung, das Galler Tagblatt. Und dort war so ein Punkt, fehlt Angriffslust im Wahlkampf 2019. Sind alles Liebmenschen, die da miteinander unterwegs sind und bezogen hat sie sich auf eine Gesprächsrunde, wo im Regionalfernsehen ausgestrahlt worden ist. Also ich habe sogar auf meinem Plakat drauf mit Kampfgeist, dass ich da auftreten will. Also ich probiere das schon irgendwie umzusetzen und aus dem Sport kenne ich das auch ein bisschen, dass man im Wettkampf darf auch mit harten Bandagen kämpfen und auch mal ein bisschen austeilen. Aber nachher finde ich es eben schon noch wichtig, dass man eben auch wieder auf eine Ebene zurückkommt, wo es halt mit Respekt zu und her geht und man eben auch zusammenarbeiten kann. Das ist bei uns auch im System so, dass man eben nicht eine Partei haben, die am Ruder ist und dann die andere, sondern dass wir auch irgendwo wieder mal zusammenarbeiten können. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig und da darf man nicht, denke ich, unterschätzen in der Schweiz, dass das auch ein relevanter Faktor ist. Also für mich hat es noch verschiedene Aspekte, oder? Was tun wir für eine Haltung aussenden, wenn wir aggressiv miteinander umgehen. Also wir als Politiker haben ja eine gewisse Vorbildfunktion und die will ich gerne wahrnehmen. Das wäre nicht mein Charakter, jetzt über etwas anderes runterzulassen oder runterzuhacken. Ich glaube, da sind wir selber in der Verantwortung, als gutes Beispiel vorauszugehen. Zweitens, und das zeigt ja auch die überparteiliche Polizeihandlung, die wir miteinander machen, das sind auch neue Instrumente, die wir ja früher weniger genutzt hat. Aber es zeigt, man ist ja nicht nur gegenseitig, also die anderen Parteien miteinander im Wahlkampf, sondern auch intern gibt es da ein Kräftemessen. Und ich glaube, das ist ein Wandel, den wir heutzutage uns einstellen müssen, weil das führt dazu, dass der Wahlkampf zwar vielleicht ein bisschen langweilig wird, aber von den Themen her und vom Austausch her interessant. Aber ich glaube nicht einmal, dass der Wahlkampf unbedingt langweilig werden muss. Vom Format her, zum Beispiel du hast jetzt die Ständeratsdebatten angesprochen, wo 6 Kandidaten waren, ich glaube eine halbe Stunde haben sie Zeit gehabt, nur schon wenn man es runterbricht.
30 Minuten durch 6, dann hast du 5 Minuten pro Kandidat. Und logisch, wenn du 5 Minuten Zeit hast, dann fange ich auch nicht an, dir noch beizustellen. Dann würde ich meine Botschaft überbringen, dann würde ich mich positionieren können und meine, eben genau meine Statements ablegen. Mhm. Und das ist eben genau das Problem, das Format, glaube ich. Wir hatten früher in der Arena ein ganz anderes Modell wie heute. Heute probiert man alle Parteien einzubeziehen, man probiert noch Experten einzubeziehen, man will das Publikum einbeziehen. Logisch kommt ein Schlagabtausch mit Stand. Und früher hatten es wirklich zwei, die vorne gestanden sind, die irgendwie 10 Minuten lang können sich da Gas geben miteinander. Und dann ist es, glaube ich, ganz eine andere Diskussion auch möglich gewesen, als das heute halt. Also für mich ist das genau der Punkt. Und ich bin doch schon relativ lange in der Politik, 10, 13 Jahre lang Gemeindepräsident, 16 Jahre Kantonsrat. Und ich sage immer, Politik darf hart sein, man darf kämpfen. Darum habe auch ich kämpfe mit Weitsicht für ganz verschiedene Themen. Das ist auch mein Wahlslogan, also ich kämpfe bewusst, aber da kann ich mit Anstand machen. Und mir ist schon klar, für irgendeine ein Journalist oder ein Moderator ist es vielleicht interessanter, wenn so richtig Fetzen fliegt und wenn es ein bisschen unanständig wird, aber genau an dem werden dann die entsprechenden Kandidatinnen und Kandidaten wieder aufgehängt. Und darum mir ist es immer wichtig gewesen, für guten Dialog, parteiübergreifend, auch parteiintern zu führen. Und da kann ich auch kämpferisch machen, ohne dass ich mal irgendwo unschöne Wörter brauche oder einfach so Kampfmundur anhabe, weil am Schluss geht es ums Gemeinsame. Es hat heute keine Partei mehr, ich glaube, das gibt es nicht mehr, eine absolute Mehrheit, dann kannst du anders auftreten. Und ob es grosse oder kleine Partei ist, du brauchst immer eine andere dazu. Und das ist mir auch ganz wichtig. Da erlebe ich gerade auch als Fraktionspräsident im Kantonsparlament. Wir haben wohl 40 Sitze dort von 120, aber mit 40 allein kann ich nichts machen, außer das Ratsreferendum ergreifen. Also alles, was ich mit der Mehrheit habe, brauche ich 20 andere. Und ich finde nur 20 andere, wenn ich mit denen einen anständigen Umgang pflege. Es muss nicht lieb sein, er darf kämpferisch sein, aber anständig. Und ich glaube, das ist das, was heute auch von den Wählerinnen und Wählern gewünscht wird. Auch wenn es vielleicht einmal die ein oder andere Szene mehr zu diskutieren gibt, wenn ich einfach da völlig neben den Schuhen unterwegs bin. Das ist mir, glaube ich, bis heute noch nie passiert. Ja, ich sehe das ähnlich wie ihr, oder? Der Wähler kommt dann ein besseres Bild über, weil nicht nur eine Botschaft überkommt, eben jetzt zum Beispiel von der SVP, FDP oder von den Grünliberalen, sondern es ist eine gemischte Diskussion. Und das macht es ja am Schluss interessant. Nicht das, ja, das sind unsere Statements, die wir alle immer durchhauen. Der Wähler kann das Politprogramm von jedem Einzelnen selber nachlesen und sich ein Bild machen. Da ist doch der Dialog untereinander nicht schlecht. Wobei, wenn ich schaue, oder, es ist schon ein bisschen Kuschel, das Ganze. Also wir jetzt drei miteinander, dann bist du mal mit dem dort auf dem Fotos oder du machst im Bürostuhl rennen vielleicht so ganz mit. Ja, es zeigt schon irgendwo, ja, ist das Kuschelpolitik oder wo gehen wir da hin? Also ich glaube, es hat nicht mit Kuschelpolitik zu, sondern wir schätzen einander gegenseitig. Jeder weiß, was der andere tut. Am Schluss kämpfe ich klar für meine Positionen, kämpfe ich für meine Partei. Aber das gehört dazu. Ich glaube, intern ist es vielfach noch schwieriger. Da versucht man einfach zu decken. Also ich habe gerade kürzlich erlebt, wo ich da nicht mehr Partei als Foto machen wollte. Da sind wir jetzt immer wieder die Möglichkeit dazu, wenn man irgendeine Veranstaltung ist, wo dann die eine Kandidatin nicht drauf hat, weil die andere Kandidatin aus der gleichen Partei schon drauf war. Ich bin ein bisschen verschrocken, aber ich glaube, der interne Fight, der ist fast grösser, aber den nimmt man öffentlich nicht wahr. Ich glaube einfach, man darf nicht auf ein Niveau herunterkommen, wo in den USA, wo man es sieht, wo sie sich gar innerparteilich bekämpfen, beschimpfen, Schlangenschlacht machen. Auch in England sehen wir es, in Deutschland auch. Was ich aber von den Deutschen würde, doch ein bisschen mitnehmen ist, und da war ich lange in Deutschland gewesen, und da erlebt man dort auch Direktheit. Und ich glaube, da dürfen wir vielleicht in der Politik schon auch ab und zu einfach wirklich direktere Worte wählen und sagen, nein, das finde ich jetzt nicht okay, ich glaube, das ist falsch, oder ich finde, das ist falsch. Ich glaube, da können wir schon auch mehr uns ein bisschen da am Riemen packen und sagen, mal, vielleicht müssen wir ein bisschen direktere Worte dürfen wir auch im Wahlkampf wählen. Also direkte Worte finde ich immer für, so, dass seit ich Politik mache, bin ich für direkte Worte und klare Ansagen, aber die kann ich anständig machen. Oder? Und ich habe mal dürfen eine Landtagsdebatte in München miterleben. Da tönt es wirklich ganz anders. Und parallel haben wir im Kantonsparlament St. Gallen eine Ethikkommission, ich bin selber dort Mitglied. Die hat das Gefühl, wir sagen da schon zu unanständig miteinander und müssen da jedes Wort auf die Wortschale legen. Nein, das müssen wir nicht in der Politik, da müssen wir ein bisschen fetzen, aber auf einem anständigen Niveau. Und wir sind nicht da, für die Show zu machen. Wir wissen, dass wenn man unanständig wird, dann wird die Show grösser. Aber das ist nicht die Politik, die ich als richtig empfinde. Wir drei werden ja eigentlich alle gewählt werden, oder? Sonst wären wir heute nicht da. Ich habe jetzt eine besondere Ausgangslage. Wir haben keinen Nationalrat. Also kämpfe ich eigentlich nicht gegen einen bisherigen. Ihr seid in einer anderen Konstellation.
dort zwar bei euch ist einer frei und du müsstest gegen 5 andere dich zur Wehr setzen. Ja, also ich glaube schon, dass da der interne Kampf ein bisschen grösser ist, als jetzt bei uns das der Fall ist. Wobei, wir wollen einfach, unser Ziel ist einfach ein Sitz zu haben am Schluss. Das ist ein bisschen eine andere Herausforderung. Gut, ihr habt noch eine Listenverbindung gemacht mit der CVP, ihr könnt ja intern den anderen zuschieben. Ja, das sehen wir dann, wie das rauskommt. Aber das ist natürlich immer so, oder? Und da sehe ich die Parallelen zum Sport. Du bist eigentlich im gleichen Team, du willst möglichst Spiel gewinnen, du willst eben auch möglichst viele Stimmen sammeln, aber untereinander, das ist im Sport eben auch so, im Mannschaftssport wird jeder am Schluss am meisten Spielzeit, wird jeder am Schluss anfangen, bist mit deiner Position, die Spielerin, die auf der Position bist, bist im Konkurrenzkampf. Mhm. Aber da beflügelt ja auch irgendwo ein bisschen den Wahlkampf und da macht das Ganze auch erst spannend, dass du ein bisschen einen Anreiz hast, auch zum alles gehen und das Möglichste rausholen, für die Partei auch. Genau. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir noch weiter zum dritten Thema und das ist mein Thema, das ich mitbringen durfte. Und zwar stelle ich die Frage, ob es Quereinsteiger braucht, um den gesellschaftlichen und den technologischen Wandel zu bewältigen und eben positiv zu nutzen. Und ich stelle die Frage aufgrund des Bundesrats, der eine Entscheidung gefällt hat, bezüglich dem Chef der Armee. Und zwar haben sie den 52-jährigen Thomas Süssli als neuen Chef der Armee eben gewählt. Jetzt ist er oberster Cyber-Spezialist beim Militär. Er ist aber erst seit 4 Jahren im Berufsmilitär überhaupt tätig. Und vorher war er Informatiker, er war Finanzanalyst bei Grossbanken und also ein klassischer Quereinsteiger. Jetzt ist es aber nicht nur in der Schweiz so, sondern wir haben auch letztens in Italien haben wir gehört. Dort hat auch eine Quereinsteigerin von sich reden gemacht. Und zwar hat sie, das ist eine Antwort auf die Flüchtlingspolitik von Salvini, wo sie gesagt haben, sie sollen eine Frau einsetzen, die sehr aktiv in der Migrationspolitik war, aber noch keine politische Erfahrung hat. Sie ist jetzt ihre Ministerin geworden. Und diese zwei Beispiele zeigen für mich eigentlich, dass gewisse Herausforderungen man wahrscheinlich nur angehen kann und eben lösen, wenn man Personen hat, die halt nicht in diesen gewachsenen Strukturen gross geworden sind und halt eben vielleicht wirklich eine andere von dieser Hierarchie nicht haben müssen profitieren vorher oder nicht profitiert haben vorher. Und ich habe da einfach zum Zeichen, dass es nicht nur eine neue Erscheinung ist, sondern dass das eigentlich schon lange so ein Thema ist, habe ich noch ein Zitat mitgebracht aus dem 15. Jahrhundert und da steht: Der größte Feind der neuen Ordnung ist, wer aus der alten Ordnung seine Vorteile zog. Und ich finde das eigentlich noch schön, dass schon damals im 15. Jahrhundert das Thema war. Und ich würde dir gerade überspielen, Michi, du bist eben, wie wir gehört haben, schon 17 Jahre im Kantonsrat, 10 Jahre Fraktionspräsident von der SVP, was du für eine Meinung hast zu Quereinsteiger? Genau, ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden, Quereinsteiger, der Fall, du konkret brauchst Militär oder politisch. Vielleicht zuerst politisch, da bist du so Quereinsteigerin. Die FDP hat vor 4 Jahren schon mit einem Quereinsteiger Erfolg gehabt, wo politisch völlig unbekannt war, seinen Weg im wirtschaftlichen Umfeld gemacht hat, gewählt worden ist. Du hast deinen Weg bis heute im Sport gemacht. Ich habe in der Politik gemacht, ich hatte nie irgendwo in der Politik planen können. Ich habe nicht zu denen gehört, die irgendwo mit 20 in die Ortspartei schon gesagt haben, mein Ziel ist Bundesrat. Das habe ich nie gehabt. Mir hat sich viel durch Zufall ergeben. Ich bin aber immer an der Politik hängen geblieben. Somit habe ich natürlich bis heute die bekannte politische Ochsentour durchgemacht. Mir war schon 100 Mal in allen Dorflokalen, gewesen, das rund um den Kanton herum in der Funktion, jetzt gerade als Kantonsrat und als Fraktionschef. In der eigenen Gemeinde gehört das sowieso dazu, ich habe das auch immer gerne gemacht. Aber nicht, weil ich die Ochsentour das Gefühl hatte, einfach abspulen, sondern weil es einfach zu meinen Aufgaben gehört hat. Und darum bin ich sicher politisch heute kein Quereinsteiger mehr. Und ich sage, es ist auch wichtig, um die Erfahrung mitzubringen. Ich sage nicht, es ist unmöglich, um Erfahrung in der Politik zu gewinnen, wie man es schon so lange selber gemacht hat. Aber ich glaube, für unser System ist es wichtig, dass es am Schluss beides gibt. Es mag Quereinsteiger leiden, die halt politisch nicht viel gemacht haben bis anhin und dann quer reinkommen. Und es braucht aber auch die, die System kämen, weil für Systemfremde wird es einfach schwierig, um unser Milizsystem, egal auf welcher Staatsebene, mitzumachen. Noch ein Satz zum Militär. Dort sage ich einfach, der heutige oder der neu gewählte Chef der Armee, der hat seinen Weg gemacht, militärisch, sonst kommen wir nicht dort hin, halt aber nie als Berufsmilitär. Er war sicher jetzt kein Klassiker gewesen, zum CDA werden, sondern er hat eine super Militärkarriere auf dem Milizweg, den ich sehr schätze. Ich mache auch bis heute Militär, immer im Miliz. Mir war ein Berufsmilitär nie ein Thema gewesen, sondern immer extrem Wert auf den Milizweg gelegt. Und da finde ich doch gut, dass dort jetzt auch wirtschaftliches Gedankengut in die Armeeführung hineinkommt und er natürlich das Militärische so mitbringt, wie er es einfach überall seine Jahre erlebt hat. Aber auch der heutige neu gewählte CDA hat sicherlich seine, ich weiß nicht wie viel, aber weit über 1000 Dienste hat er gemacht in seinen Diensten, die er auf dem Weg hatte.
Also ich sehe es ein bisschen ähnlich wie der Michi. Beim Abwehrweg habe ich mir die Frage gestellt, oder? Auf was ist unser Polizeisystem aufgebaut und auch unser Milizsystem? Jeder fängt vielleicht mal an irgendwo in einer GPK, dann geht es weiter zum Schulrat, Schulratspräsident oder am Schluss eben Gemeindepräsident. Dann wird man vielleicht noch mal Kantonsrat, wenn man Schwein hat. Und auch, ich sage, das ist auch immer eine Frage, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und dann geht das Treppchen auf, also vielleicht Nationalständerat oder eben auch Regierungsrat. Ich finde, das gehört ein bisschen zu dem System. Und, ich finde es auch wichtig, dass man die Instrumente, die man unten hat, also die Basis, Gemeindeebene, Kantonsebene und dann eben auch die nationale Ebene, dass man die kennt, ist auch wichtig, finde ich, wenn man den Kanton vertreten tut in Bern, dass man weiss, wie funktioniert denn der Kanton. Also in dieser Debatte, die wir im Kantonsrat haben, wir sind ein Nehmerkanton, das ist wichtig zu wissen bei gewissen Abstimmungen zum Beispiel, wenn man einfach das Beispiel nimmt. Und von dem her finde ich das eigentlich sehr gut. Und auch, es gehört dazu zu unserem Beruf, dass man sich eben, wie du auch gesagt hast, man tut sich etablieren, man tut sich mit der Region auseinandersetzen, man ist vielleicht im einen oder anderen Verwaltungsratsmandat oder ist in einem Zweckverband, wo man eben auch unsere Region stützt, die aufgebaut ist auf dem und das eben so kennenlernt. Von dem her muss ich sagen, ist mir das Treppchen lieber, wobei man kommt vielleicht auch am Schluss ein bisschen blinden Fleck über als Politiker. Das wäre natürlich auch mein Punkt, den ich so ein bisschen sehe. Oder? Also ich glaube auch, dass Kombination wichtig ist. Man kann nicht sagen, man braucht noch Queresteiger, aber ich finde es eben auch wichtig, dass man sich ein bisschen aufbricht und sagt, es muss eben nicht immer die Achsentour sein, eben wie du jetzt schön auch dargestellt hast, man muss ein Strittchen nach dem anderen nimmt. Weil ich glaube einfach, und das habe ich extrem gemerkt in meinen 11 Jahren, wenn du mal weg bist, wenn du mal kannst von außen auf die Schweiz schauen kannst, dann siehst du die Welt nachher anders, dann siehst du die Schweiz nachher anders, du erfährst sie anders. Und das ist genau das, dass manchmal glaube ich, eine Blindheit entsteht, bei den Leuten, die ganze in diesen Prozessen sind, die auch parteipolitisch so gebrieft sind, die gar nicht mehr sehen, wie die Leute sonst funktionieren und eben auch nicht sehen. Und da habe ich sehr spannend im Ausland gefunden, dass es einfach andere Länder gibt, die andere Lösungen gefunden haben, die auch spannend sind. Und ich glaube, da ist je länger, je mehr wichtig, dass man eben nicht nur im alten Bewährten festhalten, sondern eben auch den Mut haben, neue Sachen anzugehen, neue Ideen einzubringen. Und darum glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir eben auch Leute haben, die aus der Wirtschaft kommen, eben als Quereinsteiger beispielsweise, oder eben, wie ich jetzt, wo international sehr viel gesehen hat, verschiedene Kulturen erlebt hat und gesehen hat, verschiedene Gesellschaftssysteme, dass man da eben einen Mehrwert dazu bringen kann. Und ich glaube, die Mischung macht zum Schluss wie überall eigentlich aus. Also das ist definitiv so, oder? Und ich habe es mir selber erlebt. Ich habe nicht einmal die klassische Ochsentour gemacht, ich bin zuerst Kantonsrat geworden und 3 Jahre später Gemeindepräsident. Heute sagt man vielfach, es gibt viele Gemeindepräsidenten im Kantonsparlament, man immer sagen, kann man durchaus diskutieren, wie viel man leiden mag, aber ich bin zuerst Kantonsrat und noch Gemeindepräsident geworden. Das ist so ein Punkt. Und der andere Punkt ist, ich darum immer ein starkes Bein in der Wirtschaft lassen. Genau auch, um mir selber die Aufgaben machen zu können. Und ich wollte nie einfach so gemeinsam verschiedene Verwaltungsaufgaben machen, sondern ich durfte früher noch in einem Konzern arbeiten, dann konnte ich meine politische Tätigkeit mit dem FC St. Gallen kombinieren und heute kombiniere ich meine politischen Tätigkeiten mit der Aufgabe hier bei der Industrie- und Handelskammer, wo ich natürlich wieder ganz nah bei der Wirtschaft bin. Und diesen guten Mix finde ich gut. Es mag auch die reinen Politiker dann leiden, es mag Quereinsteiger leiden und es mag solche leiden, wo beides irgendwo durch miterlebt haben, nicht gleichzeitig oder nacheinander. Wichtig ist am Schluss, dass die Erfahrungen reinkommen, dass man weiss, woher man kommt, und zwar von welchen Themen und von welchem System, und dass man dann versucht, das weiterentwickeln. Wo ich Mühe habe, sind Leute, die einfach nichts gemacht haben bis heute, von außen kommen und das Gefühl, wir müssen alles neu erfinden. Das ist etwa gleich wie die Parteilosen, die ja heute die stärkste Partei ist grundsätzlich. Aber die kommen immer mit dem Argument und sagen, ja, ich setze mich nicht da für das Parteibüchli, sondern ich setze mich für die Sache. Ich habe in meinen 16 Jahren Politik noch nie mit einem zu tun, der sich nicht für eine Sache eingesetzt hat. Oder es geht bei allen immer um die Sache. Ist klar, die Parteifarbe haben, die kann man noch ein bisschen mehr zuordnen. Die keine Parteifarbe haben, ist es einfach schwieriger. Aber nur für die Sache setzen, das ist für mich kein Argument, oder? Weil das machen alle. Also eigentlich wäre es ja auch noch gut, oder? Wenn der Bürger würde sagen, du, es wäre gut, wenn du jetzt zum Beispiel Gemeindepräsident bist und Kantonsrat. Du musst noch irgendwo in der Privatwirtschaft verwandelt sein. Genau. Und das macht man eben durch das, dass man vielleicht das ein oder andere Verwaltungsratsmandat übernehmen darf, wenn das der glückliche Zufall will. Und dann kommt die Einfluss immer. Aber dann heisst es ja, hat denn der überhaupt Zeit für das Verwaltungsratsmandat? Und das ist ein bisschen das Fragliche. Wenn man auch die Interessen noch holen will, ist das vielleicht einmal verwehrt.
Genau. Aber das ist ja genau das Argument, wo man immer sagt, dass Unternehmer sollten mehr in die Politik. Am Schluss gehen sie eben nicht in die Politik, weil sie keine Zeit haben, weil sie sich zu fest um das Unternehmen kümmern, weil sie Prioritäten dann anders setzen. Und ich glaube, da wäre es ein wichtiger Punkt, um eben da auch einen Wert drauf zu legen. Und nochmal kurz zurück zum Militär. Ich glaube, er ist vor allem jetzt auch gewählt worden, zum Chef der Armee mit seinem digitalisierten Hintergrund, also mit dem IT-Spezialist, den er ist. Weil man sieht, dass sich da ein Wandel passiert, dass sich das Militär eben verändert hat, dass sich die Welt verändert hat. Und man sagt, das ist die Prioritäten, die man setzt bei so einem Job, sind andere jetzt geworden als eben vielleicht noch vor 10, 15 Jahren. Und ich glaube, und da würde ich einfach noch zum Abschluss vielleicht noch schnell sagen, bei unserer Politik ist es natürlich auch so, es passiert einiges, sie wird immer internationaler, immer verknüpfter. Und darum finde ich es einen wichtigen Punkt, dass Politiker halt auch vielleicht einmal weg von der Schweiz gewesen sind, mal etwas außerhalb von der Schweiz gesehen haben, dass man einfach auch ein Gespür dafür bekommt, wie es außerhalb von der Schweiz läuft. Ich war mal ein Jahr in Amerika gesehen. Ja, finde ich auch schon gut. Ich ein halbes Jahr Amerika, 3 Monate in Frankreich, also das junge Jahr gemacht. Also aber das kann man noch lange nicht von allen behaupten. Ah, ist es so. Wir sind aber speziell. Genau, genau. Da sind wir heute ja da. Ja. Gut, also dann tun wir diese Frage jetzt auch abschliessen. Und wir haben wie immer, wir haben es am Anfang schon erwähnt, eine Publikumsfrage, die wir beantworten dürfen. Und der Michi hat die heute zum Vortragen. Jawohl, sehr gerne mache ich die. Und zwar kommt sie von einem Zuschauer aus dem Rintel. Und die Frage lautet wie folgt. Bei H&M soll man, H&M ist ein Einkaufsladen, Kleiderladen, bei H&M soll man in Zukunft Kleider kaufen können, ohne direkt bezahlen zu müssen. Die Rechnung wird einem nach Hause geschickt. Auch andere Händler wollen das Shoppen ohne Geld anbieten. Wird damit nicht eine bereits hohe Verschuldung, vor allem von Jugendlichen, weiter gefördert? Also ich finde es schon problematisch. Und wir kennen ja eben andere Modelle, sei es Mediamarkt, Jelmoli, IKEA, die das schon machen, die sagen, irgendwie jetzt einkaufen, später bezahlen. Und wir haben Probleme, das sehen wir jetzt schon. Die Verschuldung ist da, man kommt immer einfach ein Kleinkredit über. Auch Leasing bei Autos ist extrem angestiegen. Ich habe sogar nachgeschaut, es ist doppelt so hoch wie noch vor 10 Jahren. Also es ist so eine Tendenz dazu. Und auch die Tendenz dazu, die Abo Gesellschaft. Man hat alles im Abo. Man hat ein Socken-Abo, man hat ein Fitness-Abo, man hat ein Gemüse-Abo, man hat Netflix, man hat Telefon, man hat ÖV, alles Mögliche. Und da glaube ich schon eine Entwicklung, die ein bisschen bedenklich ist. Ja. Mm. Wobei auch hier, wo man vielleicht auch differenzieren, du hast vorhin das Leasing angesprochen. Eine Familie, die wirklich wenig Geld hat oder liquid ist und sie braucht ihr Auto, um zu arbeiten, kann sich heute eigentlich bequem durch das Leasing ein Auto leisten. Dass sie dann eben kann, zum Beispiel, wenn sie Schicht schafft und so arbeiten gehen. Aber die Frage ist dann eben wieder, das hat mit Konsumverhalten zu tun, wie gross ist das Auto? Muss es dann gerade irgendwie ein BMW X5 sein oder lange es dann auch, wenn man einfach ein kleines, ich sage jetzt, keine Werbung machen, einen kleinen Opel Corsa oder so, oder? Lange das nicht auch? Da ist es wieder der Konsum, der Steuern tut und dann auch wieder ein Haufen Vorbilder, die wir haben, die grosse Autos fahren wollen, weil es ein Symbol, ein Status ist. Ich finde, das ist der falsche Weg. Und ich gebe dir auch recht, oder? Heute kann man ja alles leasen. Du kannst den Fernseher leasen, du kannst den Computer leasen, du kannst alles leasen. Und das ist der falsche Ansatz. Da bin ich auch der feste Meinung. Ich glaube auch, das Leasing-System ist ein gutes System, ein bewährtes System, aber es muss irgendwo mit einem gewissen Augenmaß gemacht werden. Und wir haben das auch weiter, wenn wir es ein bisschen aufdrehen, haben wir es heute bei der Immobilie. Oder? Ich habe ja Zeiten gehabt, wo ich die Hypothek eigentlich zu null bekommen habe und einfach auch die entsprechenden Gegenwerte, die ich haben müssen, die hat man immer ein bisschen sanfter angeschaut. Dort hat man gewisse Korrekturen gemacht, weil am Schluss muss man einfach halt in dem Mass leben, wo man selber finanzieren kann. Und wenn ich alles auf Pump mache, wird es einfach schwierig. Und ich denke jetzt gerade so, wenn ein H&M das auch in die Richtung macht, das ist ja auch nicht ein Leasing-System, sondern es ist einfach quasi eine Kreditvariante, da wird natürlich ganz viel administrativen Aufwand mit sich bringen, weil da werden ganz viele Rechnungen nicht gezahlt. Gibt für uns auch auf Betriebungshemd wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Arbeit wieder. Aber am Schluss muss also so eine Modekette selber wissen. Das Konsumverhalten der Menschen, gerade auch von Jugendlichen, ich glaube, da können wir nicht einer Modekette überlassen, um das entsprechend zu korrigieren, sondern das ist der Job von uns, heutigen Politikern, über unser Bildungssystem, über alle Möglichkeiten, die wir haben, dass man einfach das Konsumverhalten wieder anbringt, das dem entspricht, was ein Mensch eben kann sich auch leisten kann. Ich glaube auch, wir müssen auf jeden Fall aufklären, auch gerade die Jungen, die manchmal nicht wissen, genau wie es mit dem umgehen, was auf sie zukommt, auch wenn sie da Zusagen machen.
jetzt für eben, was auf Rechnung kaufen wollen, was alles dazukommt. Und wenn ich aber auch mal sage, es gibt schon jetzt einige Anbieter, die auch mit Online-Shoppen tust, die wirklich dir gar nicht zuerst eine Mahnung schicken, sondern sofort schon mit Verzugszins drauf. Mhm. Und das ist wirklich manchmal noch tricky. Also da ist mir selber auch schon passiert, dass wirklich dann plötzlich kommst du schon eine Mahnung über mit Verzugszins drauf. Und du hast noch gar nicht die Zeit gehabt, um eigentlich überhaupt zu zahlen. Und da, glaube ich, ist ein Prozess, der nicht okay ist, der passiert. Ich finde, Jugendschutz wäre ganz wichtig, dass man auch jetzt im H&M sagen, unter 18 muss man da irgendwo eine Grenze ziehen. Und schlussendlich, beim Leasing muss man auch recht viele Sachen offenlegen. Man muss zeigen, ob man andere Leasingverträge, man muss zeigen, ob man sich finanzieren kann. Und da, glaube ich, müsste man schon irgendwo Kontrollmechanismen auch machen, dass man die Leute nicht einfach in das hineinlaufen lässt. Mhm. Ich habe nicht die Aufgabe vom Staat zum Schluss da regulieren, sondern das ist am Schluss die Aufgabe, die die entsprechenden Anbieter selber machen, in dem konkreten Fall die Modekette H&M. Gut, ich glaube, wir kommen zum Abschluss der heutigen Sendung. Falls Sie, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, auch eine Publikumsfrage stellen, wir wählen immer eine auswählen von denen, die eingehen bei uns, dann dürfen Sie uns sehr gerne schreiben auf info@politischewoche.ch. Das bis spätestens am kommenden Freitag. Und dann schauen wir die Fragen auch reinkommen und würden es dann am nächsten Sonntag, zum Abend um 8:30 wieder hier diskutieren. Auch dann heisst es wieder die politische Woche, der Talk. Und wir sind sehr gespannt, welche Themen als wir dann haben und welche Publikumsfragen als wir dürfen diskutieren. Was wir heute schon wissen, ist, wer unser nächster Gast ist, heute in einer Woche. Unser nächster Gast ist nämlich ein junger, noch nicht politisch sehr engagierte Person. Das ist der Sandro Morelli. Er ist auf der CVP-Hauptliste und wohnt im Linkgebiet. Gut, ja, dann sagen wir einen wunderschönen guten Abend und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wie der Michi gesagt hat, am Sonntag um 8:30. Jeden Sonntag um 20:30 Uhr live auf Facebook.